Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video-Podcast-Interview. Nennt es, wie ihr wollt. Heute, meine lieben Leute, habe ich den lieben Vetto am Start, der unter anderem für die C64-Version vom, Leute, jetzt kommt der Sprachfehler, Eye of the Beholders. War es richtig? Ohne es. Eye of the Beholder zuständig war. Leute, das ist vorbereitet. Das ist mein Format. Vorbereitet nicht. Und ja, bevor ich jetzt zu viel Scheiße laber, wie das bei mir des Öfteren der Fall ist, würde ich sagen, gehen wir rüber zum lieben Vetto. Stell dich vor, wer bist du und was machst du so? Ja, also, mein Szene-Handle wurde ja schon gesagt, das ist Vetto oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Im normalen Leben heiße ich Oliver Lindau. Und bin in meiner Freizeit Grafiker, Twitcher, bin auch Podcaster, habe eine ganze Zeit lang für eine Zeitschrift auch mitgeschrieben, also Hansdampf in allen Gassen, was Retro vor allen Dingen angeht. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. So, und jetzt kommt das wieder, was in meinem Format ja so eine Geschichte ist, dieses Smalltalk-Ding. Du hast ja jetzt schon gesagt, du bist Grafiker, du machst noch so viel anderes. Ich weiß von dir vielleicht wirklich einen Bruchteil. Und das ist ja auch wichtig für mich, dass ich wirklich nur einen Bruchteil von dir weiß, weil ich in diesem Video ja mehr von dir erfahren möchte. Und ich bin mir auch sicher, dass die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, das gar nicht mal so schlecht finden, weil dann müssen die nicht fragen. Weil dann habe ich Idiot das gemacht und die haben im Endeffekt Zeit gespart und können mit irgendwas zu essen jetzt vorm Fernseher sitzen. Guten Appetit und ja, einfach ein bisschen abgammeln. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Produktion von Eye of the Beholder. Ha, ich hab's gelernt. Ja. Fürs C64. Also, ich habe da reingeguckt jetzt gerade. Ihr wisst, Leute, immer 15, 20 Minuten vor dem Interview mache ich mich da ein bisschen schlau, dass die Fragen frisch sind. Was ich gesehen habe, ist wirklich, ich hab's dir gerade schon gesagt, meiner Meinung nach habt ihr die C64 ordentlich zu eurer Bitch gemacht, weil ich bin der Meinung, es geht doch gar nicht mehr rauszuholen. Also ich bin Laie bei C64, die C64 hätte sie erschlagen mich bestimmt, aber Leute, ich bin Laie, ich möchte rein, ich hab da Bock drauf, weil das C64 interessiert mich total. Deswegen, bin ich da falsch mit meiner Annahme, dass da vielleicht gar nicht mehr geht oder Es hängt ein bisschen vom Blickwinkel ab. Also das, was wir da jetzt gemacht haben für so eine Art von Spiel, das ist ja ein Dungeon Crawler, also mehr so ein Rollenspiel, wo man irgendwie im Untergrund herläuft. Da geht sicher nicht viel mehr. Also das ist ganz klar. Also nur beim C64, das ist eine Maschine mit ganz, ganz vielen Facetten. Also du kannst auch irgendwelche Sachen machen mit Scrolling, mit ganz vielen Objekten. Ne? Das ist ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal Szene-Demos dir angeschaut hast, was da geht auf der Kiste teilweise. Ich bin am Start, ist, also ich gucke, ja. Das ja. ist, also wenn man das Teil richtig ausnutzt, wenn die niedrige Auflösung und die wenigen Farben nicht wären, dann hättest du da, ja, das ähnlich wie bei einer 16-Bit-Maschine fast schon, was mit der Kiste geht. Also das habe ich auch schon gesehen und ja, das ist schon ziemlich krass. Also ich finde es sehr bemerkenswert, was ihr da gemacht habt. Um mal ganz kurz auf diese Geschichte drauf zu gehen, bevor wir auf alles andere kommen, wo ich echt Bock drauf habe, dich kennenzulernen, weil du bist für mich sehr sympathisch. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Also ihr habt ja ziemlich lange an der ganzen Geschichte gearbeitet. Was war denn für euch der Knackpunkt? War das einfach diese Tatsache, dass für die C64 oder für das C64 oder nennt es wie ihr wollt, das Spiel einfach nicht da war? Oder habt ihr euch gedacht, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes? Was war der Grund dafür? Also für mich hat das sich erstmal so ergeben. Für den Programmierer war es so, dass er war ein totaler Fan, als das Spiel damals für einen Amiga rauskam. Und er hat danach halt sich auch sehr stark halt mit dem C64 beschäftigt. Und das war tatsächlich am Anfang gar nicht so geplant. Das war am Anfang, dass er einen Spielstand-Editor gebastelt hat. Und irgendwann meinte so, ach ja, eine Rollenspiel-Engine wäre ja cool. Und dann war es nicht so. Und dann hat er angefangen, wirklich das Spiel immer weiter zu reverse-engineeren und fing dann irgendwann an. Und er hat da verschiedene Leute halt in der Szene angequatscht. Ich war 2009 dran. Geil. Also das Projekt geht schon ewig. Krass. Dann wurde das auch ein paar Mal abgebrochen, weil es halt tatsächlich technisch eigentlich so, die Maschine ist dafür eigentlich zu unterdimensioniert. Und 2018 war es, genau, da hat er einen Neustart mitgemacht und das führte dann quasi zu dem Produkt, was da am Ende dabei rauskam. Also das Spiel
entstand sozusagen danach nochmal innerhalb von 3,5 Jahren. Finde ich total geil. Wenn man mal überlegt, Leute, jetzt stellt euch wirklich vor, aus so einer kleinen Geschichte, so ein Editor ist ein Spiel geworden. Und das ist ziemlich krass. Generell, in was, egal was für Dinge jetzt reingeht, in was für Genres hier reingeht, keine Ahnung. Und wenn ihr nur ein Haus, wenn ihr ein Vogelhäuschen baut oder sonstiges, da kann ja auch was draus werden. So, das ist immer so faszinierend für mich. Wenn Leute wirklich da mit Kopf dran sind und da wirklich so stur am Plan sind, meistens geht das ja in die Hose. Das ist ja Fakt. Also zumindest bei mir so. Wenn ich was plane, geht es in die Hose. Deswegen mache ich lieber dieses Verklatschte. Das bin ich, das kann ich. Alles gut, so, weißt du? Und das war ja im Endeffekt bei euch auch. Ihr habt, wie gesagt, Texteditor und ja, ist ein Spiel draus geworden. Und ziemlich krass. Das ist echt heftig so. Wenn ich mir überlege, also für mich, weil ich finde die Game Boy Advance Version von diesem Spiel, die gibt es übrigens auch, aber die ist nicht von euch. Ja. Die finde ich grottig. Da habt ihr einen viel besseren, Job gemacht. Ich habe mir beim Hardy Hessdörfer, Grüße gehen raus, bei seinem Nerdwelten-Podcast, habe ich mir gerade vor dem Interview seine Spiele-Review dazu angeguckt, wie er das halt vorgestellt hat und so. Und da dachte ich mir, krass, dabei hat mir schön Rahmen reingespachtelt. Und da dachte ich mir, wow, die haben da richtig was geleistet. Also, ich finde das super, was ihr da gemacht habt. Natürlich, die Amiga-Version, die ist halt farblich krasser, aber da reden wir auch halt wirklich von krasseren Chip-Satz, Grafik-Satz und sowas. Aber das, was ihr gemacht habt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wundervoll. Muss ich ehrlich sagen. Und da wart wirklich nur ihr beide dran jetzt, also du und nee. Okay, wir waren schon ein größeres Team. Okay. Also wir waren auch, als Grafiker waren wir zwischenzeitlich zu viert, die meiste Zeit waren wir zu dritt. Mhm. Und bei mir ist halt, das Intro ist von mir. Ich habe bei den Hintergrundgrafiken sehr viel gemacht. Allerdings zum Beispiel den Rahmen hat jemand anders gemacht, die Porträts, die Monster hauptsächlich auch. Und auch selbst bei den Spielehintergründen hat ein Grafiker auch eine ziemliche Vorarbeit geleistet, weil das war eine ziemliche Menge, das erstmal irgendwie so überhaupt im Format zu bringen, dass das vom C64 aus gelesen werden kann. Und das war schon ein relativ üppiges Projekt. Es ist auch so, dass der Mensch, der die Musik gemacht hat, der hat auch nicht die Soundeffekte gemacht. Die Soundeffekte sind im Prinzip mit einer speziellen Sample-Routine von einem anderen Programmierer. Allerdings so, dass das Kernprojekt, das lief über den Andreas Larsson, das war seins. Und bei mir, also ich bin auch relativ stark in dem Projekt involviert, weil ich halt so das letzte Jahr vor allen Dingen die Hauptarbeit bei der Grafik gemacht habe. Und um den Hardy Hessdorfer mal zu zitieren, was ich in seinem Video gesehen habe, dieses Spiel ist ein reines Fanprojekt. Also das ist nichts Offizielles von Westwood, ne? Ja. Also da habt ihr keine offizielle Lizenz. Nein. Da habt ihr das nicht. Nein. Genau. Und ja, Leute, wie gesagt, das Spiel könnt ihr nicht kaufen, aber man kann es gratis runterladen. Ne? Das ist auch richtig. Sehr gut. Leute, dazu, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, guckt euch an. Das ist auf jeden Fall, ist es das wert, dass man sich das anguckt, weil man merkt halt einfach die Liebe, die da in dem Detail drin steckt. Unten in der Videobeschreibung haben wir auf jeden Fall erstmal diese Geschichte. So, ich würde sagen, weil ihr kennt mein Format, das ist immer so 30, 45 Minuten. Wir arbeiten die ganze Geschichte mal so ein bisschen ab. Eye of the Beholder, das ist schon, da haben schon zu viele was dazu gemacht. Wir gehen mal ein bisschen mehr rein in die Geschichte Veto Oliver Lindau. Du bist Grafiker. Was machst du denn da so? Wie gesagt, ich bin Freizeitgrafiker. Im normalen Job mache ich ganz anderen Kram. Oh, okay. Da bin ich ganz normal IT-Support. Mhm. Allerdings, das mit der Grafik hat tatsächlich eine ziemlich lange Historie, weil als ich damals aus der Schule rauskam, war ich tatsächlich erst ein paar Jährchen in der Spieleindustrie. Ach krass. Ja, und hab halt bei verschiedenen Firmen und Projekten mitgearbeitet, waren meistens so kleinere Sachen. So. Mhm. Vor allen Dingen damals war es Anfang der 90er sehr viel mit Wirtschaftssimulationen. So Second World war eins, wo ich mitgearbeitet habe. Invest kennt vielleicht der ein oder andere oder Transworld. Und dann halt Rolling Ronnie. Das waren Firmen halt wie Starbyte, Magic Bytes. Krass. Oder Virgin, so die Richtung. Mhm. Oder Eclipse Software Design. Mhm. Dann hatte ich halt, dann war lange nichts, wirklich sehr lange nichts. Mhm. Und das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass in der C64-Welt noch irgendwelche Dinge passieren, das war Mitte der Nullerjahre. Mhm. Ich war halt auf einem Musikevent, wo ich halt Freunde getroffen habe von damals und bin damals das erste Mal hier so einem Trupp über den Weg gelaufen, die nannten sich Protovision. Und die haben auch C64-Spiele entwickelt. Mhm. Ne, dann war aber auch erstmal, ich bin dann nur dabei gewesen, fand das alles sehr faszinierend und war das erste Mal 2008 auf so einem Szene-Event dann auch mal.
Und da bin ich ja bald vom Stuhl gekippt, was ich da zu sehen kriege. Das glaube ich dir. Ich muss da ganz kurz mal eingreifen, weil du das gerade sagst mit Szene-Event. Ich werde dieses Jahr, was Szene-Events angeht, entjungfert. Ich will auf diese Doreco-Party gehen. Und da wurde mir gestern gerade vom Sitch-Spieler gesagt, also ein Interview davor, der hat zu mir gesagt, guck das dir an, das wird dich komplett überfordern. Ich mag Sachen, die mich überfordern. Deswegen werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auf der Doreco am Start sein, auf dieser Party. Die ist ja im September immer. So wie ich gehört habe, habe ich Bock drauf, habe ich definitiv Bock drauf und werde ich mir angucken. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Nee, passt schon. Nee, Doreco war ich später auch schon mal. Allerdings, das war am Anfang wirklich mehr so Demoszene, das war also weniger Spiele. Doreco ist ja alles Mögliche. Das ist Spiele, da sind Bastler, da sind Demoszene und welche, die da einfach nur irgendwie so ein bisschen Nostalgie-Flair um sich rum haben wollen. Mhm. Nee, auf jeden Fall, dann hatte ich eine Zeit lang wirklich C64-Demos mitgemacht. Ich habe einige Grafiken gemacht und Demos wie halt Einziges Koma Light 13 beispielsweise. Und 2015, weil ich wollte eigentlich gar keine Spiele mehr machen, hat mich aber irgendwie ein Freund überredet, dass wir halt ein Adventure-Projekt machen. Das war für einen Wettbewerb. Und das war sozusagen die Initialzündung, dass ich da halt in der Richtung wieder ein bisschen was gemacht habe. Erst am Anfang war es halt ein Adventure, hieß Karen and the Tangled Tentacles. Wow, Zungenbrecher wäre das für mich. Karen and the Tangled Tentacles. Geil. Ja. Um was ging es da in dem Spiel? Das war ein Grafik-Adventure, Point-and-Click, ähnlich wie Maniac Mansion. Und wo man halt eine weibliche Figur, die besagte Karen, durch die Gegend steuert und stolpert über ein Verbrechen und möchte das halt auflösen. Und ja, mehr möchte ich nicht sagen, weil das ist gar nicht so ein langes Adventure. So viel Zeit hatten wir nicht zur Entwicklung. Mm. Da kommt auch in den nächsten Jahren auch ein Nachfolger raus, oh, schön, der die Geschichte weiter strickt. Oh schön, das ist immer cool sowas. Ja. Ja. Und dann hatten wir halt mehrere verschiedene Projekte. Ich dann teilweise noch Demoszene-Projekte, weitere Spiele. Teilweise haben wir auch mit anderen Systemen rumprobiert. Weil wir haben jetzt auch so ein Puzzle-Game zum Beispiel für eine Konsole, die kennt man hier so normal nicht, Disvatara Supervision. Oder ich glaube, oder für Atari Lynx. Ja, ich glaube, dieses Supervision-Ding, das habe ich bei Mythos of Gaming mal gesehen. Ich glaube, der hat das da mal vorgestellt, auch ein YouTuber, das ist doch mein Lieblings-YouTuber, Mögi nennen sie den. Ich glaube, der hat das mal, da gibt es nur ganz, ganz wenige Spiele für, ne? Ja. Ja, dann ist das, dann habe ich das bei dem gesehen. Ja, geil, geil, geil. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie ein Gameboy, nur irgendwie wirkt das eine Nummer billiger halt, ne? Wie kommt man auf die Idee, für so eine, ich sag mal jetzt Rotzkonsole, ein Spiel zu machen, weil du hast eh keine Abnehmer dafür. Das war, weil der Programmierer von Karen irgendwie diese Konsole auf dem Flohmarkt gekauft hat und fing dann plötzlich an, irgendwelche Routinen dafür zu schreiben. Geil. Und wir haben halt dieses Assembloids, das ist halt ein kleines Puzzle-Game, so Action-Puzzle, so ähnlich wie Tetris, wo man Gesichter zusammenfügen muss. Mhm. Und das hat sich in eine Richtung entwickelt, das wird bei uns für jedes System irgendwie umgesetzt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also es ist geil. Und dann hatten wir das halt gemacht und auch im Zuge dessen auch noch eine Atari Lynx Version halt. Dann zwischenzeitlich kam auch noch von anderen Freunden von mir, dass wir halt noch ein paar Portierungen gemacht haben. Bei Eye of the Beholder war meine dritte Portierung. Oh. Davor gab es nämlich noch Donkey Kong, das Originale. Da hat ach krass. Da hat ein Freund von mir die Arcade-Version genommen und hat den Arcade-Code, es ist keine Portierung in dem Sinne, wie man es früher kannte, sondern den Original-Arcade-Code genommen und hat den zeilenweise für die CPU vom C64 übersetzt. Boah, heftig. Und die Version, die spielt sich tatsächlich exakt wie der Arcade. Krass. Und dann noch, also während des Eye of the Beholder-Projekts gab es noch eine Sache, so da hat mich ein anderer Freund noch angequatscht und die führte dann zur C64-Portierung von Sonic the Hedgehog. Ach Quatsch, ja, das warst du gewesen? Krass. Die Grafik, ja. Ja, ich erkenne das tatsächlich. Ich bin ein totales Sega-Kind und hab das natürlich auch auf dem Schirm. Ich fand das auch ziemlich bemerkenswert, was da geht. Ey, krass.
Heftig. Leute, Smalltalk. Ich hätte das nicht gewusst. Ich schwör dir, dass du das warst. Ich kenne das Ding, aber ich hätte es nicht gewusst. Finde ich geil. Ich hab's nicht erwähnt. Ja, genau. Das finde ich total geil. Ehrlich, das ist eine geile Geschichte. Ey, Leute, ihr merkt es. Für mich ist diese C64-Szene sowas von Neuland. Wirklich sowas von Neuland. Ich habe immer noch keine C64 hier. Es wird so sein, dass dieses Jahr definitiv die C64 Maxi am Start ist. Das sage ich bei jedem Interview mit irgendeinem C64-Menschen. Wird passieren, definitiv sogar. Ich muss nur ehrlich sagen, ich zahle dafür keine Resellerpreise. Vernünftiger Preis, nehme ich sie mit, sofort. So, weißt du? Das ist so das Ding. Und deswegen, Leute, gebt der C64-Szene eine Chance. Ihr merkt doch, was da drin ist. Das ist doch krass. Du machst damit ja kein Geld. Das ist ja wirklich ein Herzensprojekt. Ja. Ja, ich finde das geil, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde das wirklich unfassbar bemerkenswert, wie viel Liebe doch in der Szene drin steckt, wenn man mal so überlegt, was so Großkonzerne mit diversen AAA-Titeln für einen Rotz raushauen, weißt du? Wo du da wirklich merkst, man merkt wirklich so, das war schon ein krasser Vergleich gerade, aber man merkt schon ziemlich, wo die Liebe steckt und wo der Profit steckt. So, weil, sind wir ganz ehrlich, also für mich AAA-Games derzeit, ja, das Letzte, was krass war, meiner Meinung nach, war Elden Ring gewesen. Das habe ich auch hoch und runter gezockt. Da bin ich maximales Level und das war unfassbar. Das war ein Meisterwerk. So, das war für mich das letzte krasse Game. Das ist aber auch schon wieder 2 Jahre her. Ja, Leute. So, und dann kommen Indie-Games. Da kommt ja jeden Monat kommt ja ein geiles Indie-Game nach dem anderen. Bam, 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 bam. Und die haben gar nicht so eine Aufmerksamkeit. Und das finde ich schade, weil da ist Liebe drin. So, wenn man mal überlegt, um mal ganz kurz auf dieses Indie-Game-Ding zu gehen. Es gibt so ein Spiel, das heißt Death's Gambit. Kennst du das? Nee, das jetzt nicht. Das ist so ein Metroidvania. Das ist so ein bisschen angelehnt, so vom Stil her, so ein bisschen wie Blasphemous. Das ist so Souls-like schon, ne? Mhm. Und als das rauskam, war dieses Spiel, ja, ich würde nicht sagen, dass das war auch schon geil. Aber das war halt einfach nicht so rund. So, dann kamen etliche Monate keine Updates. Und irgendwann kam ein Update, was dieses ganze Spiel einmal auf links gedreht hat. Das ganze Spiel ist anders. Aber so ultimativ geil. Ey, ich habe so viel Spaß mit diesem Spiel gehabt. Und das habt ihr gratis gekriegt. Du hast ein neues Spiel gekriegt, gratis, weißt du? Du glaubst doch nicht, dass du von so einem AAA-Mensch sowas bekommst. Da musst du froh sein, wenn du einen zweiten Charakter ohne DLC bekommst, weißt du? So, verstehst du? Weiß ich nicht. Finde ich krass. Also die Szene hat meine Aufmerksamkeit total. Das merkt man ja auch bei der Gamescom immer. Wenn du oben in dem Retro-Bereich bist, in dem Indie-Bereich bist, da ist die Liebe. So wie du unten bist bei diesen ganzen Riesenausstellern. Leute, kein Hate, jeder Daseinsberechtigung ist da. Das ist, nur weil ich Retro-Klopp bin, müsst ihr das nicht sein. Aber das ist so meine Meinung. Wenn du unten an den Ständen bist, da ist das ganz oft so kalt, so lieblos. Weißt du, da ist dieser Bezug nicht da. Die fertigen da die Leute ab. Die stehen da, keine Ahnung, 5-6 Stunden in so einer Schlange drin. Diverse Leute scheißen in den Fortnite-Stand. Das ist ja alles passiert. So eine Geschichte, dann wirst du abgearbeitet, dann darfst du dir deine Demo angucken. Dafür hast du 3 Stunden gestanden. So, alles in Ordnung. Da sagt dir keiner, schön, dass du da bist. Da sagt dir keiner, toll, dass du das dir angeguckt hast. Das juckt keinen. Komm, stell dich hin, mach das. Wenn du aber im Retro-Bereich bist, da gehen die Leute auf dich zu. Du hast sofort jemanden, mit dem du sprechen kannst, wenn du da wirklich auch offen für bist und so. Du lernst neue Sachen kennen. Du bist auch ab und an auf der Gamescom, ne? Du warst 2018 zumindest, das habe ich gesehen. Da warst du da am Start, ne? Ich war 3 Jahre da, auf jeden Fall. Ich, als Besucher bin ich auch sonst immer mal einmal im Jahr da. Mhm. Aber wir hatten das Karen da vorgestellt und auch, ja, das Eye of the Beholder hatte ich damals auch angeteasert, tatsächlich. Okay, aber das, die 2018 war richtig, das war eine, ja, von den Messen, wo du warst. Das war das letzte Mal, als ich selber damit ausgestellt habe. Oh, okay, ja. Okay, dann habe ich recht gehabt. Damit, ja, ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Leute, jetzt habe ich wieder zu viel gelabert. Die Grafikergeschichte haben wir abgearbeitet. C64 haben wir angekratzt. Ich glaube, da ist noch viel mehr bei dir dahinter, was ich auch ziemlich geil finde. Du hast, ich hoffe, ich habe jetzt nicht in die Scheiße gegriffen, du hast für die Return geschrieben, ne? Das ist richtig. Frankie, 9 Jahre. Grüße gehen raus an Frank. Geiler Typ, ich mag den total gerne. Was hast du denn da gemacht? Erzähl mal. Ich hatte, wie gesagt, ich habe damals, das war 2013, da angefangen und hatte die Rubrik Pixelkunst.
gemacht. Und nach einer gewissen Weile habe ich auch angefangen, Reviews zu schreiben. Also von mir gibt es da auch einige C64-Reviews. Ich hatte auch irgendwie mal so einen größeren Artikel über Strider geschrieben und auch irgendwie so einen Tech-Artikel über Turrican. Die Technik von Turrican, das war so. Nur ich bin dann auch irgendwann rausgegangen wegen Zeit. Weil das, was du eben gesagt hast, das Ding ist ja einfach so, es ist ja nach wie vor ein Hobby, ne? Mhm. Und dass man für ein C64 zum Beispiel Spiele macht oder auch hier Artikel schreibt oder so, das für ein C64 macht man das deswegen, weil es ist immer noch relativ kompakt. Das kannst du in deiner Freizeit auch irgendwie machen. Mhm. So wie andere Leute dann meinetwegen, was weiß ich, auf ihrem Dachboden eine Riesenanlage für ihre Modelleisenbahn basteln oder sowas. Ne, das, ja, das muss halt irgendwie ja gehen. Und die Return, das war halt am Ende ein bisschen viel. Und ich hatte dann am Ende gesagt, so von wegen, ja, ich finde das zwar irgendwie mit dem ganzen Medienkram ziemlich cool, aber ich möchte dann doch lieber was machen, was instant geht. So wie jetzt hier zum Beispiel, man sitzt einfach, man quatscht einfach und dann ist das Thema durch. Mhm. Ja, das hast du aber recht, natürlich. Ja, klar. Das war halt bei Return nicht so und ist eigentlich auch bei Spielen nicht so. Nur weil Spielen, da hast du ein Projekt, was sich über Jahre meinetwegen zieht. Mhm. Weil Return musst du halt zu einem Stichtag irgendwie das fertig kriegen, alles, was dazugehört. Mhm. Ja, ich kann mir davon echt vorstellen, wenn du da wirklich so, weil ich kann mir jetzt, also ich habe dich jetzt zum ersten Mal gesehen, so jetzt so live vor der Cam. Und ich kann mir schon echt vorstellen, wenn du was machst, dann machst du es nicht richtig, dann machst du es perfekt. Du bist ein Perfektionist. Lass mich, ich bin Menschenkenner, ich sehe das dir an, du bist ein Perfektionist, sei ehrlich, oder? Zum Teil. Ja, ich kann mir das echt sehr gut bei dir vorstellen, dass du wirklich dann richtig in die Materie reingehst und ja, ablieferst. Das könnte ich mir wirklich bei dir vorstellen. Und das ist dann zeitintensiv. Das ist natürlich so, auf jeden Fall. Ja. Also, das ist so eine Geschichte. Ich habe mal... ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf. Ich habe für eine Zeitschrift habe ich eine Review geschrieben für ein Spiel. Gegebenenfalls wisst ihr das schon. Wenn nicht, dann werdet ihr das bestimmt bald wissen. Und das war nur eine kleine Review. Aber da das meine erste Review war, ich habe mich ja so bekloppt gemacht mit dieser verdammten Review. Das war gar nicht nötig gewesen, weil die war gut gewesen. Hat jeder gefeiert von dem. Allerdings sollte ich dann halt noch so ein paar Sachen rausziehen, weil ich da ein bisschen ausgeschwiffen bin oder ausschweifend war. Geschwiffen. Leute, ihr lernt doch neue Worte hier in der ganzen Geschichte. Ich bin da ziemlich abgedriftet. Und habe ich dann geändert und dann war das Ding gut. Aber weil es halt meine erste Review war, diese Abgabe. Ich habe denjenigen dann angeschrieben, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich den Namen nicht sage. Dann habe ich denjenigen dann angeschrieben und die ganze Zeit, und? Hast du gelesen? Ist gut? Ist gut? Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Okay. 10 Minuten später, und? Hast du gelesen? Das habe ich dann öfters gemacht. So, weil ich war nervös, weil ich wollte abliefern. Weil ich habe mir zwar gesagt, wenn die nicht genommen wird, diese Review, dann fuck that, dann mache ich einfach ein Video draus und knall es auf YouTube. Dann war das nicht umsonst und alles ist in Ordnung. Aber dennoch, ich wollte ja wirklich, sagt man Exempel statuieren? Nein, dann hätte ich ja was anderes gemacht. Aber ich wollte zumindest das war Tom, weißt du? So wollte ich was haben, so. Es war Tom, ist in Ordnung, das war jetzt nicht mit ganzer Kraft, aber es hat kurz geklatscht, dann war das in Ordnung gewesen. Und, ja, ich bin gespannt, wie das bei den Lesern ankommt. Davon mal weg von der ganzen Geschichte. Du machst auch Podcast, Retro-Kompott. Ja, richtig. Was macht ihr denn da so? Also kannst du gerne Werbung für machen, freue ich mich immer sehr. Erzähl, was geht bei euch und was geht nicht? Ja, das ist im Prinzip, der Name ist Programm. Also es ist so, es geht da halt um Retro-Gaming-Themen hauptsächlich. Also andere Sachen können schon mal angerissen werden. Allerdings sage ich mal so, in 9 von 10 Fällen geht es halt um Spiele. Mhm. Und ja, das ist ein Podcast, der auch so halb spontan ist. Also wir haben da teilweise Themen, die wir vorbereiten. Mhm. Zurzeit habe ich aktuell da über 2 Folgen mit denen gemacht, hier Geheimtipps für den Sega Saturn. Mhm. Und und das wird dann halt auch ausmoderiert. Wir haben einen relativ großen Newsblog dabei. Wir haben relativ viel mit Hörerinteraktion. Die einzelnen Podcast-Folgen sind sehr lang. Das ist also, wer lange Strecken auf der Autobahn fahren muss, so von wegen, für den ist das genau das Richtige. Weil bei uns die Podcasts, die gehen jenseits der 4 Stunden. Also wow! Das,
Da bin ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal dabei. Also ich gehöre zwar mit zu, ich würde schon sagen, mit zum harten Kern, aber ich mache halt wirklich nur dann mit, wenn ich bei dem Thema auch mitgearbeitet habe an sich. Und sonst haben wir freitags noch einen Audio-Stammtisch. Okay. Der geht so freitags um 9 Uhr los. Der wird auch mitgeschnitten. Der ist allerdings nur für Patreon. Wie kann man sich das vorstellen? Also was heißt Audio-Stammtisch? Also kommt da einfach so Hinz und Kunz, sage ich mal, jetzt rein? Oder seid ihr von geplante Leute, die da reinkommen? Nee, also wir haben da halt nur ab einer gewissen Uhrzeit halt freitags ab 9 Uhr, dass sich Leute halt bei Teamspeed mit einklinken können. Mhm. Auf der RetroComp-Webseite sind die Zugangsdaten und da kann jeder mit bei, der das möchte. Und wir quatschen dann halt so. Und das ist allerdings auch ein Format, was sich so in die Länge zieht. Also geil. Weil normal, also ist, wenn du denen da irgendwie zuhören würdest im Nachgang, dann hast du da auch so deine 4-5 Stunden. Nur halt, ich mache das eigentlich so, weil für mich ist das wirklich so das Freitagabendprogramm, ne? Weil die Leute, die da sind, das ist, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen hier bei deinen Interviewgästen, wir kennen uns irgendwie alle auch querbeet. Ja, das ja, ist wie mega so eine kleine geil. Familie. Ja, genau. genauso ist es halt auch bei dem Stammtisch dort. Und ansonsten haben wir auch irgendwann angefangen, so am Anfang der Pandemie mit einem Twitch-Channel, wo wir einen Videostammtisch haben, wo wir donnerstags irgendein Spiel, was wir im Vorfeld ausgesucht haben, dann spielen mit einer Gruppe von Leuten. Ne, das ist eine Zoom-Sitzung, wo man dann halt zwischenzeitlich sieht, was da ist. Das letzte Mal war zum Beispiel Gunstar Heroes. Das interessiert mich ja. Das ist ja geil, was ihr da macht. Und dann zockt da jeder für sich, oder was? Ja. Oh, das ist ja genau meins. Also ich sag jetzt schon mal, Leute, wenn ihr das seht, wahrscheinlich habe ich euch schon totgelabert im Teamspeak. Habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Finde ich geil. Nee, und das hat sich halt so mit der Zeit ergeben. Das ist aber auch etwas, ich sag mal, beim Videostammtisch genauso wie beim Podcast. Beim Videostammtisch mache ich nur dabei, wenn das ein Spiel ist, auf das ich auch Lusten habe. Also das, ist auch, das ist jetzt seit 2015 oder 16, dass ich da mitmache. Krasse Geschichte. Guck mal, das ist so das Ding, und das finde ich so schade. Das sind so geile Formate. Dieses Format, was ihr da habt, oder diese Formate, die ihr da habt, ich finde die geil. So, aber da hörst du halt nichts davon, wenn du nicht mit irgendjemandem Kontakt hast, der das gerade weiß. Weil das halt einfach nicht diese Mainstream-Scheiße ist, dieses dahingeklatschte, Hauptsache Profit machen davon. Ich finde das kacke. Ich muss dir das ganz ehrlich sagen. Ich finde das wirklich scheiße, wenn Leute sich wirklich so eine Mühe machen, ihr Herz da reinstecken in die ganze Geschichte und da gar nicht diese Aufmerksamkeit da ist, die eigentlich dafür da wäre, also da wären müsste. Du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, wie eure Reichweite da ist, aber ich denke wirklich... Die ist ordentlich. Also soweit ich weiß, ich gucke da nicht drauf. Beim Podcast ist er auf jeden Fall sehr ordentlich. Und wenn ihr bei Twitch so am Spielen seid, was habt ihr da so für Zuschauer? So wie viele ungefähr so? Scheiß mal auf das Zahlen. Das ist nicht viel. Das sind das sind meistens unter 20. Also das ist scheiße. Das ist kacke. Muss ich dir ganz sorry, dass ich ins Wort falle. Ich weiß es aber ehrlich nicht, weil wir haben normalerweise immer so die dann im Chat mit teilnehmen. Das ist eine Handvoll meistens. Scheiße. Aber hängt davon ab. Ich muss gestehen, ich habe ja auch so einen eigenen Twitch-Channel, wo ich auch modernere Spiele spiele und noch einen anderen Kanal, die Highscore Friends, wo es auch eigentlich mehr um moderne Spiele sind, wo bei uns zu fünf rein. Was ich nicht so gerne mag, das sind so die Channel, wo im Prinzip der Chat so durchrollt. Ja, ich sag mal, es gibt halt so bei befreundeten Streamern halt auch schon, wo mehr los ist. Das ist auch okay. Mhm. Ich sag mal, die Formate, die dann halt so ihre 100 bis 150 Leute so im Maximum haben, so das ist, die sind eigentlich okay, weil da kannst du noch mit Schritt halten. Aber so beim Kleinen, das ist halt wie als wenn du irgendwie Leute da zum Kaffee einlädst oder wo mit denen dich in der Kneipe triffst. Das ist ja, alleine das macht's schon cool. Hast du recht, auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall ein sehr interessanter Mensch und hast noch sehr viele Geschichten zu erzählen. Ich würde sagen, wenn da noch irgendetwas ist, was ich jetzt nicht weiß, wie zum Beispiel das mit Sonic, das finde ich immer noch sehr bemerkenswert und krass. Gibt es noch irgendetwas, was die Leute, das ist immer scheiße gesagt, was die Leute wissen müssen, das ist eigentlich scheiße, was du preisgeben möchtest? Hast du irgendwelche neuen Projekte am Start, wo du gerade dran arbeitest, wo du gegebenenfalls vielleicht sogar eine Preview hier reingeben kannst? Jetzt so richtig Previews kann ich jetzt nicht direkt geben. Ich habe zurzeit zwei C64-Spiele halt.
okay. am Start. Das sind nur keine Portierungen mehr, weil ich jetzt eigentlich irgendwie Lust habe, so ein bisschen mehr Eigenes wieder zu machen. Mhm. Das eine ist halt der Nachfolger von dem Karen Adventure. Mhm, hast du ja gesagt, ja geil. Und das andere ist von einem ganz alten Projekt von mir, was Anfang der 90er damals bei Starbite rauskam, das Rolling Ronnie, da machen wir ein Remake. Okay. Und da sitze ich auch zurzeit dran. Das ist ein Plattformer, klassisch. Ich wollte es gerade sagen, Rolling Ronnie, das klingelt. Ich weiß es nicht, aber das klingelt. Der Name ist auf jeden Fall, es kann auch sein, dass der Name einfach nur krass ist, aber es klingelt irgendwie. Kennt man das? Das war ein Plattformer für Amiga, C64, Atari ST und PC. Es war kein super erfolgreicher damals und weswegen ich das Projekt halt rangenommen habe, das war halt, weil es war technisch damals wirklich gut, es hat auch gute Ansätze. Nur halt, ich habe mich auch mit dem Originalprogrammierer vom Amiga unterhalten, weil ich muss ja irgendwie das okay kriegen, damit wir das dürfen. Mhm. Weil wir ja die C64-Version, das war auch eine Umsetzung halt. Mhm. Und das Ding ist einfach so von wegen, damals ist man halt an die Projekte rangegangen, ohne irgendwie viel von Game Design zu verstehen oder so. Ja. Ne? Mhm. Und das weiß man ja auch so von wegen, wenn man über 40 Jahre spielt, das da hat man einen ganz anderen Blick inzwischen drauf. Und da kam ich halt auf die Idee, ich will das unbedingt mal machen, das Ding in so, wie man es heute machen würde. Krass, also da erwartet uns auf jeden Fall ein Remake. Bin ich gespannt drauf. Wenn du irgendwie mal was zum Zeigen hast oder was zum Anspielen hast, so Demo oder sonstiges, was ich jetzt glaube, was jetzt noch nicht am Start sein wird, lass mir die gerne zukommen. Möchte ich gerne hier im Kanal testen. Würde ich was drüber machen. Also hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, so, weil ich merke ja, du hast da echt Bock drauf auf diese Geschichte. Und ich bin halt wirklich so, ich versuche halt jedem, der halt wirklich auch mit Herz an so eine Geschichte rangeht, zu unterstützen. Also ich sag dir ganz ehrlich, wäre ich Millionär, wäre ich jetzt kein Millionär mehr, weil alle Leute auf Kickstarter wären Millionäre, nur ich nicht mehr, weil da ist ja so viel geile Scheiße. Ey, auf Kickstarter, das ist mein absoluter Ruin. Leute gehen in Spielhallen und verspielen ihr Geld. Ich bin auf Kickstarter am Start, so. Katastrophe, muss ich dir ehrlich sagen. Aber Leute, nehmt euch da kein Beispiel. Natürlich unterstützt Creator, Artists und Spieleentwickler, aber es ist zu viel geiler Scheiß. Du kannst nicht jedes Spiel irgendwie kickstarten, weißt du? Das ist unfassbar krass. Ja. Die Zeit rennt uns davon. Ich habe auch ein bisschen viel Scheiße gelabert. Vielleicht schneide ich was raus. Vielleicht habt ihr das gar nicht mitbekommen, dass ich Scheiße gelabert habe. Ich weiß es noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall jetzt habe, ist die letzte Frage an dich. Und die ist obligatorisch. Du hast ja gesagt, du hast die Videos geguckt, also weißt du ja jetzt, was kommt. Wen würdest du gerne in meinem chaotischen Herzformat denn gerne von deinen Retro-Leuten sehen? Also wen würdest du mir empfehlen, den ich mal anschreiben kann mit der Geste, oder mit dem Anschreiben, der Veto hat gesagt. Wen kann ich da anschreiben? Ich weiß gar nicht, hast du den Chester Colchin schon mal angeschrieben? Das war Sam's Johnny, ne? Ja. Ja, bin ich mit in Kontakt, aber der ist mit der Portierung gerade vom NES-Spiel. Vielleicht auch jetzt, wenn das jetzt rauskommt, vielleicht schon fertig. Aber da waren ein bisschen Probleme gewesen mit dieser Portierung oder Stress, keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall, ich bin mit ihm in Kontakt und das war auch ein netter Kontakt. Also wir haben sehr nett miteinander geschrieben und auch über Gott in die Welt gelabert irgendwie. Es ist total abgeweicht wieder von dem, was ich eigentlich von ihm wollte. Aber der hätte da schon, glaube ich, echt Bock drauf, habe ich so mitbekommen. Ich werde ihn echt mal anschreiben wieder. Also, werde ich machen. Ja, ansonsten, ich denke mal, also der Dennis Paula ist mit Sicherheit auch ein sehr interessanter Gesprächsgast, weil der hat, der ist ja vom Virtual Dimension, macht er ja schon ewig, aber der hat eine ganz, ganz lange Historie auch, weil der hat auch zu Amiga-Zeiten schon angefangen mit irgendwie auf Messen rumgehen und den Leuten Mikrofone unter die Nase halten. Das ist geil, ja, perfekt. Dann werde ich den auf jeden Fall in die Liste eintragen, Dennis, you got mail, werde ich anschreiben, habe ich Bock drauf. Ja, Leute, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Interviews zu kurz sind. Wenn man überlegt, dass die bei dem Retro-Kompott mal eben so 4-5 Stunden wegklatschen, so, ich glaube, oder, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, schreibt's mir gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr dieses Format vielleicht zu kurz findet. Weil bei manchen Gästen passt das ja.
Aber wenn man dann so Gäste hat wie hier Vetto zum Beispiel, ey, ich glaube, du könntest nicht mit Fakten behindert hauen. So sind wir ganz ehrlich, so hast du ja gemerkt, Sonic, D-Star, Rolling, Ronnie oder was auch immer, ein krasses Ding, Alter. Weißt du, heftig. So, ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, das war ein bisschen zu wenig Zeit mit dir. Du hast noch ganz viel anderes zu sagen. Vielleicht machen wir da mal irgendwann, wenn mal ein Spiel von dir fertig ist, einen zweiten Part, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, Leute, ganz wichtig, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung. Da findet ihr alles vom Leben Vetto, was er so macht. Ich werde euch Eye of the Beholder reinballern. Ich werde euch Retro-Kompat und was er macht. Er gibt mir die Links, ich pack die da rein. Das, was ihr sehen dürft, werdet ihr da unten dann sehen können. Und ja, Leute, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du am Start warst. Das letzte Wort geht an dich. Ja. Hast du den Leuten noch etwas zu sagen? Ja, nee, es hat mir auch Spaß gemacht. Und auf jeden Fall Grüße auch an alle, die hier zuschauen. Ihr könnt gerne mal bei mir bei Twitch vorbeischauen, weil es ist wahrscheinlich so der kürzeste Weg, genauso wie halt beim Retro-Kompott beim Audio-Stammtisch. Also wer da Lust dazu hat, mal mit mir ein bisschen zu plauschen, nur zu. Sehr cool, Leute. Das waren sehr schöne abschließende Worte. Und ich würde sagen, Leute, wenn euch das gefällt, was wir hier gemacht haben, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace!